Hi, heute zeigen wir euch, wie ihr auch ohne 30.000 Euro Scanner Objekte selber 3D scannen könnt, direkt nach dem Intro. Mein Name ist Benny und wir vom WinLab haben schon die verschiedensten Workshops gemacht. Von CAD-Objekterstellung mit Isabel über Blender mit Niklas, indem er euch gezeigt hat, wie man Belichtung, Materialien erstellt und auch wie man diese richtig einsetzt. Und natürlich auch der 3D-Scan-Workshop von Jakob und mir. Alle Links befinden sich unten in der Videobeschreibung. Guckt euch gerne die Videos an, da wir ein paar der Techniken in diesem Video anwenden, ohne großartig weiter auf diese einzugehen. Fangen wir nun also an. Zuerst mit der iPad-Variante. Bei dem iPad handelt es sich um ein iPad der 6. Generation. Dieses beinhaltet den A10 Fusion Chip, eine 8-Megapixel-Kamera auf der Rückseite mit einer 2/4er Blende. Wichtig ist zu sagen, dass wir das iPad nicht alleine benutzen, sondern in Kombination mit dem Structure Sensor ST01. Dennoch ist der Ablauf relativ simpel. Scanner mit iPad verbinden, Scanner-App starten. Der reflektierende schwarze Boden war hier nicht optimal, aber dazu später mehr. Von Hause aus bringt die Scanner-App einige Einstellungen und Features mit, um den Scanner an die Gegebenheiten anzupassen. Der Großteil ist jedoch leider nur mit dem Mark II kompatibel. Habt ihr die Settings nun alle richtig ausgewählt, positioniert ihr nun das Objekt in dem Cube, sodass die Unterseite des Cubes die Ebene ist, auf dem das Objekt steht. Diese könnt ihr mit zwei Fingern vergrößern oder verkleinern. Drückt anschließend auf Scan. Nun könnt ihr live dabei zusehen, wie das Modell erstellt wird. Es ist wichtig, das Objekt von allen Seiten und Winkeln einzufangen. Dafür müsst ihr hin und wieder auch stehen bleiben, damit Keyframes generiert werden. Keyframes dienen dazu, sowohl die Textur anzupassen, als auch das Material abzufotografieren, um es später über das Objekt zu legen. You get the idea. Zeit für ein bisschen Bewegung. Habt ihr alles eingescannt, könnt ihr euch das Modell per Mail schicken. In der Scanner-App ist leider kein direkter File-Export möglich. Die ZIP enthält ein OBJ und ein MBJ-File, also ein File für die geometrische Form und eins für die Texturen. Leider ist beim Übertragen was schiefgelaufen, sodass ich die Textur nicht mitnehmen konnte, aber das Ergebnis lässt sich, denke ich, dennoch sehen. Das File ist clean, bereits gesäubert und beinhaltet ca. 50.000 Polygone. Aus Bearbeitungs- und Renderzwecken habe ich diese auf 15.000 reduziert. Sieht aber dennoch ganz okay aus, finde ich. Das einzige, was fehlt, ist die Textur. Mit Fingerspitzengefühl und Edit Magic sollten wir das aber hinbekommen. Perfekt. Ich habe das Material nur in Blender bearbeitet. Dabei bin ich für einen Basic Plastic 3D Print Look gegangen. Anschließend habe ich noch einen Displacement Modifier eingefügt, damit die Printlines besser zu erkennen sind. Ich finde, das gibt dem Stuhl nochmal so einen persönlichen Touch. Nun stellt sich also nur noch die Frage, was tun wir damit? Nun, ihr könnt den Stuhl einfach in irgendeinen Flur, Stonehenge oder ein Klassenzimmer stellen. Eure eigene Kreativität ist dabei der einzige begrenzende Faktor. Die Modelle eignen sich auch super gut als Game Assets. Aus zeittechnischen Gründen konnten wir leider keinen Unity-Test machen, aber guckt auf jeden Fall auf YouTube nach. Es gibt zig Tutorials und Anwendungen, wie ihr 3D-Modelle benutzen oder integrieren könnt. Wie bereits am Anfang gesagt, war dies der erste Teil mit dem iPad und Structure Scanner. Beide Geräte, sowohl das iPad als auch der Scanner, sind unserer Meinung nach nicht haushaltsüblich. Das iPad vielleicht schon eher als der Scanner, deshalb wollen wir aber genau auf diesen nochmal gesondert eingehen. Dafür haben wir uns die Seite von Structure mal genauer angeguckt. Auf der Structure-Website werden die einzelnen Eigenschaften und Einsatzgebiete beschrieben. Weiterhin geht hervor, dass nur noch der Mark II erhältlich ist. Und das für 527 Dollar. Fasst man das nun also zusammen, erhält man folgende Kostenkalkulation. 200 Dollar für ein gebrauchtes iPad Mini 4G. Den Sensor Mark II für 527 Dollar, Versand für 72 Dollar. Alles addiert ergibt es eine Summe von 799 Dollar. Oder umgemünzt ca. 662 schillernde Euronen. Das ist eine ganze Menge Geld, vor allem wenn es günstiger geht. Jetzt im zweiten Teil zeigen wir euch also auch, wie ihr mit einem Smartphone scannen könnt. Das Smartphone unserer Wahl hierbei ist das Galaxy S9. Es beinhaltet eine 12-Megapixel-Weitwinkellinse, je nach Land einen 8-Thread Exynos oder Snapdragon-Prozessor und ein Mali-G72 oder Adreno 630 GPU. Das Handy wurde vor 3 Jahren released und ist wahrscheinlich ein gutes Vergleichshandy. Weiterhin haben wir die kostenlose App Coolown installiert. Die App an sich ist kostenlos, aber es gibt was, worauf wir definitiv später noch eingehen müssen. Wenn ich vorstellen darf, unser Lab Octopus. Lasst uns doch gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr ihn nennen würdet. Fangen wir also an. Nehmt euer Smartphone und startet die Coolown App. Je nach Smartphone kann dies kurz dauern. Euch werden zuerst alle eure Scans angezeigt. Drückt ihr auf das Plus, startet ihr einen neuen Scan. Wenn ihr diese blaue Halbkugel seht, seid ihr startklar.
drückt oben rechts auf den Startknopf und geht nun die einzelnen Bereiche. Genau wie beim letzten Mal ist es wichtig, dass ihr alle Bereiche, also 360 Grad, abdeckt für eine gute Scan-Qualität. Cologne zeigt euch an, welche Bereiche ihr bereits gescannt habt, indem sie von der Kugel verschwinden. Arbeitet euch also Stück für Stück langsam vor. Unten rechts könnt ihr mitverfolgen, wie das Objekt zusammengesetzt wird. Sieht bis jetzt noch relativ komisch aus, aber ich denke, das wird sich schnell ändern. Da es ein bisschen gedauert hat, da ich nebenbei den Bildschirm noch aufnehmen musste, verschnelle ich das Video mal ab hier. Stellt am besten sicher, dass ihr keine anderen Apps geöffnet habt, damit Cologne die gesamte Leistung eures Smartphones nutzen kann. Wenn die Bereiche hin und wieder rot leuchten, keine Sorge. Dann seid ihr nur zu nah oder zu weit weg vom Objekt oder es konnte nicht richtig gescannt werden. Wie ihr unten erkennen könnt, sieht der Scan jetzt schon um einiges besser aus. Scannt trotzdem alle weiteren Flächen ab und bleibt hin und wieder für Keyframes stehen. Wenn ihr alle Flächen gescannt habt, kommt ihr automatisch ins Processing. Hier wird der Scan schon direkt vorbereitet. Je nach der Leistung eures Handys kann dieser Schritt auch 1 oder 2 Minuten dauern. Anschließend könnt ihr ihn euch nochmal angucken. Sieht ziemlich gut aus. Die generelle Form scheint gut zu sein, auch wenn der Kopf am Übergang an Details verliert. Die Textur als auch die Bodenentfernung hingegen sehen wirklich sehr gut aus. Kommen wir nun also zum Export. Leider ist dies in Anführungszeichen-Feature nur in der Premium-Version vorhanden und diese kostet fast 20 Euro. Auch hier machen wir eine kleine Kostenkalkulation. Da fast jeder ein Smartphone hat, nehmen wir hier keinen Betrag. Die App würde mit Premium-Features 19,99 Euro kosten, also sind das 19,99 Euro. Im Vergleich zu 662 Euro von zuvor schon wesentlich günstiger. Aber was ist, wenn ich euch sage, dass es quasi kostenlos geht? Hier, im letzten Part, haben wir eine Canon EOS 70D. Sie besitzt einen 20,2-Megapixel CMOS-Sensor, eine ISO von bis zu 12.800 und eine 22mm Austrittspupille. Die Qualität ist vergleichbar mit dem S9, was beachtlich ist, wenn man überlegt, dass die Kamera vor 8 Jahren rauskam und das S9 vor 3. Weiterhin benutzen wir das Open-Source-Tool Meshroom, Link in der Videobeschreibung. Einmal in Meshroom drin, geht ihr auf File und wählt Photogrammetry. Anschließend exportiert ihr die Bilder, die ihr mit der Kamera aufgenommen habt. Den Prozess an sich habe ich nicht gezeigt, da der Ablauf identisch zu den vorherigen ist. Schnappt euch einfach eine Kamera, macht Bilder rund um das Objekt aus allen möglichen Winkeln, je mehr, desto besser. Achtet darauf, dass das Objekt im Fokus ist und nicht über- oder unterbelichtet. Nun seht ihr, dass die Fotos im Meshroom sind. Unten in der Timeline könnt ihr noch Einstellungen vornehmen. Texture Downscale bestimmt, wie weit die Textur vereinfacht werden soll. Ich bin für Testzwecke auf 1 gegangen, was bedeutet, dass die Textur gleich bleibt. Bei der Texture Side gebt ihr die Genauigkeit an, je mehr Flächen, desto genauer. Im Mesh Filter Tab habe ich die Smoothen Iterations reduziert, um nicht zu viele Details zu verlieren. Die Points im Meshen Tab geben an, wie viele Punkte die Punktewolke besetzen soll. Je mehr, desto genauer, aber umso mehr Leistung braucht ihr auch, um diese später zu bearbeiten. Im Depth Filter Tab habe ich die Anzahl der Kameras reduziert. Dies verringert zwar die Qualität, hat aber höhere Erfolgschancen, was das Meshing angeht. Was daran liegt, dass weniger Kameras miteinander verglichen werden müssen. Das sind nur meine finalen Settings gewesen und deshalb nicht überall anwendbar. Guckt euch aber am besten die Dokumentation auf der Seite von Meshroom an, da dort alles sehr gut beschrieben und erklärt wird. Drückt ihr nun auf Start, könnt ihr das Projekt speichern oder es im Zwischenspeicher lagern. Oben habt ihr nun eine Art Ladebalken. Der grüne Bereich ist fertig und an dem orangenen Bereich wird gearbeitet. Guckt ihr euch unten die Zeitleiste an, könnt ihr auch sehen, an welchem Schritt gerade gearbeitet wird. Je nach Leistung eures PCs kann das nun alles kurz dauern. Ist euer Projekt fertig, sollte alles grün sein und euer 3D-Viewer so aussehen. Die einzelnen weißen Kästen, die ihr seht, sind quasi eure Kameras. Klickt ihr eine an, seht ihr, welches Bild für diesen Bereich verwendet wurde. Solltet ihr keinen Model-Export-Button haben, macht das nichts. Doppelklickt dazu einfach den Meshen-Tab unten und ihr erhaltet das Modell, wie ihr rechts in der Szene erkennen könnt. Die Modelle und Texturen sind in einem Meshroom-Ordner hinterlegt. Diese haben ziemlich verwirrende Bezeichnungen, wie ihr unten rechts sehen könnt. Sortiert am besten immer nach Neueste zuerst. Anschließend importiert ihr euch die Modelle und Texturen im Blender und ihr habt euren eigenen 3D-Scan. Auf der linken Seite habe ich nochmal den iPad-Scanner benutzt und ein bisschen Zeit investiert für die Textur und Form. Rechts habt ihr das Modell direkt aus Meshroom. Das einzige, was ich dort gemacht habe, ist den Boden darunter zu entfernen, was eine Arbeit von ca. 2 Minuten war. Das Beste an dieser Methode ist, sie ist komplett kostenlos. Wenn ihr dieses Video seht, habt ihr Zugang zu allem, was ihr braucht. Solange ihr Bilder machen könnt, steht euch und euren eigenen 3D-Scans also nichts im Wege. Sollten wir euch neugierig gemacht haben, dann lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ansonsten kommt ihr hier noch zu unserem letzten Video und unserem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen,
und bis zum nächsten Mal. Ciao.